Jo Leute, David von iDesignish hier. Lang ist es her, tut mir echt leid, dass ich momentan nicht so komme, was hochzuladen. Ich bin einfach beruflich total beschäftigt, habe auch keine Zeit dafür. Ist zwar schade, ich versuche aber was daran zu ändern, dass ihr auf jeden Fall mehr Content bekommt in der Zukunft. Deswegen würde ich mich freuen, abonniert den Kanal einfach, damit ihr auf dem Laufenden seid. Ansonsten zeige ich euch hier schon mal ein bisschen Basic-Tutorial nochmal, und zwar wie ihr so eine Straßenlaterne erstellen könnt. Wie gesagt, sehr einfach gehalten, also sehr schlicht, deswegen braucht ihr keine großen Vorkenntnisse oder so. Deswegen, wir gehen auf unseren ja, Objekt-Tool quasi Werkzeug, gehen auf Zylinder. Dann, wenn ihr die Linie nicht sehen könnt, geht ihr auf Darstellungen, geht hier auf Grouder Shade Linien, dann habt ihr Linien. So, hier bei dem Zylinder machen wir erstmal die Segmentunterteilungen auf 6, können wir machen. Damit wir, also was ihr machen könnt, wenn ihr nicht wisst, wie sowas aussieht, googelt mal nach Straßenlampe oder Straßenlaterne, dann seht ihr halt einfach, wie es aussieht. Ich mache es halt immer so ganz gerne, ist einfach am einfachsten. Ich denke mir irgendwas aus, habe dann ein Bild im Kopf und dann und demnach modelliere ich einfach das oder einfach so frei Schnauze quasi. Deswegen haben wir beispielsweise die Leuchten, die Fenster, sage ich mal, und das sind halt 6 Stück. Und deswegen haben wir 6 eingetragen. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal googeln. Ja, deswegen, wenn ihr da keine Ahnung von habt. So, dann Zylinder, genau, haben wir, machen, also genau, haben wir Segmente. Dann gehen wir auf Deckflächen, Rundungen rein natürlich. Dann Radius machen wir auf 50, weil den wollen wir natürlich ganz groß haben. Dann machen wir die Segmente. Ja, mal. Also, weil was wir machen brauchen, wir machen so eine Überdachung. Das heißt, ich nenne jetzt mal 24, ja, sowas im Dreh, 20, 24, damit wir es sehr eng haben, diese Polygone. So, dann drücken wir als nächstes C. Dann gehen wir natürlich in unser Polygon-Werkzeug-Tool. Hatte ich schon ausgewählt gehabt. Dann gehen wir hier auch unser Live-Selection-Werkzeug. Normalerweise ist es normaler Live-Selection ausgewählt. Drückt drauf, also halt gedrückt, nehmen wir unser Rechteck-Werkzeug. Mittlere Maustaste machen wir irgendeine Perspektive. Wieder mittlere Maustaste. Wählen wir nochmal an. Dann haben wir hier die verschiedenen Optionen. Stellt sicher, dass nur sichtbare Elemente selektieren ausgeschaltet ist, also kein Häkchen ran, weil sonst selektiert ihr nur die eine Seite. Deswegen wollen wir es ausgeschaltet haben, also sprich das Häkchen raus. So, dann drücken wir einfach irgendwo rein und ziehen uns so ein Rechteck. Jetzt haben wir selektiert. Wenn wir jetzt rechte Maustaste, also mittlere Maustaste, wieder in die zentrale Perspektive gehen, dann sehen wir, haben wir alles selektiert. So, das ist auch ganz schön so. Jetzt gehen wir unser Skalierwerkzeug und drücken irgendwo rein und skalieren uns das einfach mal ein bisschen kleiner. So, dass es aussieht wie so eine Birne. Das ist eigentlich okay. Dann nochmal unser Selection Tool, Rechteck, mittlere Maustaste und nehmen wir oben. Mittlere Maustaste wieder und in Zentralperspektive und ziehen es ein bisschen runter. Ich denke, so ist okay. So, was wir jetzt machen, wir nehmen unser Selektieren, gehen wir drauf, nehmen Loop Selektion und selektieren das hier alles. Wie ihr sehen könnt, alles selektiert. Dann gehen wir rechte Maustaste innen extrudieren. Hier ist jetzt wichtig, Gruppe erhalten. Nein. Und weil sonst nimmt er halt alles als eine Selektion, als eine Gruppe quasi, und wir wollen es ja, wie der Name schon sagte, individuell machen. Deswegen drücken wir jetzt irgendwo rein in die Szene und ziehen uns das einfach ein bisschen kleiner. Ungefähr so würde ich sagen. Dann können wir auch, also gucken mal, wie es aussieht. Rechte Maustaste wieder extrudieren
und ein bisschen rein extrudieren. Ja, also nicht so viel, weil es ist halt das Glas, was wir machen wollen. Deswegen, dann gehen wir wieder auf Selektieren, gehen auf Selektion einfrieren. Dann hat er hier so ein Dreieck. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas anderes selektieren würden, zum Beispiel, gehen hier Doppelklick auf unser Dreieck, dann haben wir wieder die Selektion. Ist ganz praktisch für Texturen später. So, dann machen wir uns mal oben, dass es ein bisschen schick aussieht, wieder so einen kleinen Zylinder. Gehen auf unser normal Modell Bearbeitungswerkzeug und ziehen uns da erstmal, machen wir so ein kleines Hütchen oben drauf. Deswegen wir ziehen das klein, ziehen uns das erstmal ein bisschen so, würde ich sagen. Ja, okay. Dann ja, machen wir auch mal ein paar Rundungen rein, ist auch okay, weil nichts ist ja wirklich 90 Grad abgewinkelt. Radius machen wir aber ganz klein. So, dann nehmen wir wieder dann unser 3D-Werkzeug, also unsere Modellwerkzeuge und wählen hier mal den Kegel aus. Den Kegel ziehen wir uns auch hoch. So. Ein bisschen flacher. Und packen wir uns das also hier so als Hütchen. Packen wir uns dann drauf. So, das ist soweit in Ordnung. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn wir Rundung reinmachen. Ja, okay, machen wir das. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Lassen wir das. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also könnt, den Kegel könnt ihr halt rumspielen mit den Werten. Ist ja eigentlich wurscht. So, dann nehmen wir unseren Zylinder. Gehen wieder auf unser Polygonwerkzeug. Und wählen uns unser Selektionstool, wieder Loop Selection an. Und wählen uns, was ich gesagt habe, hier diesen Streifen aus. Dann gehen wir auf rechte Maustaste extrudieren und extrudieren uns den ein bisschen nur. So ungefähr. Und ziehen den einfach mal nach unten. Ja, so ist doch okay. Das ist eine kleine Überdachung ist. So, jetzt ist doch schon mal ganz cool. An sich ist es eigentlich soweit fertig. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar coole Texturen. Und zwar machen wir uns einfach nur Glas, also ja, so eine Basic-Glas-Textur. Transparenz machen wir auf Glas. Also ihr könnt die Transparenz auf 80 stellen. Oder bei den Presets gucken, auf Glas sind auch 80. So, dann habt ihr auch, wenn ihr auch bei Glas geht, hat da noch ein paar Spiegelungen und sowas drin. Aber ich versuche das erstmal, wie es jetzt aussieht, wenn ich jetzt nur 80 Helligkeit mache, 80%. Genau, dann, genau, nee, ich denke, was denke ich denn? Machen wir mal. Von der Farbe her. Ne, das ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Ich denke, so ist erstmal okay. Dann gehen wir, wie gesagt, Doppelklick drauf, unser Dreieck und ziehen uns einfach in die Selektion rein. So, dann machen wir uns ein Lichtlein. Das Licht, dann ziehen wir einfach nach unten. Dann gehen wir hier auf Erzeugen. Dann nehmen wir uns ein, bei den Presets, Material-Presets, gehen wir auf Visualization, also Visualize, whatever, Material, Metal
Und ihr könnt mal durchklicken. Also ich habe jetzt gerade zufälligerweise, weil durch ein anderes Projekt Bronze gefunden. Das hat so quasi Abplatzungen, finde ich ganz cool. Das zieht ihr beispielsweise auf den Kegel rauf. Dann zieht ihr das auf diesen Kegel rauf. Und ihr zieht es auf diesen Kegel rauf. Jetzt hat er halt alles mit der Textur belegt und deswegen wollen wir das vor der Fenstertextur. Ne, sorry, vor dem. Na, bin ich denn blöd? Eigentlich sollte es so sein. Ich rendere mal ganz kurz. Ja, okay, es sieht nur so aus. Ja, okay. Genau, gehen wir hier nochmal kurz rein. Machen wir als Reflektivität, gehen wir auf Farbe, gehen wir mal auf ein Gelb. Dann machen wir noch ein Lichtlein. Genau, ziehen das mal einfach raus. Das Lichtlein können wir jetzt einfach mal zu Testzwecken als Typ machen wir nicht Punkt, sondern Spotlight. Dann drehen wir uns das Ganze nochmal. Voilà. So, jetzt gehen wir unser Modellierungs-, also Modell Selection Tool und machen wir uns das ein bisschen größer alles. So, ist soweit in Ordnung. Und jetzt können wir das mal rendern, wie es aussieht. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt machen wir die Textur, ist mir gerade aufgefallen, weil die ist ja so verschwommen. Also wir wählen uns die alle an, also STRG gedrückt halten, also sowohl bei Zylinder, Zylinder 1 und Kegel. Gehen auf Projektion, gehen auf Quarter Mapping. Wie wir sehen können, ist es alles ist ein bisschen besser. Können jetzt mal auch quasi, ja, nee, macht keinen Unterschied. Gehen aber mal auf Einstellungen, Effekte, Ambient Occlusion, Global Illumination. Und voilà, jetzt rendern wir das und gucken mal, wie es aussieht. Und voilà, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt so eine Basic Lampe erstellt. Ich meine, ihr könnt das ein bisschen rumspielen mit den ganzen Lichtern, weil es ja eine Fontanenlichtquelle. Versuchen wir mal noch eine zu machen. Beispielsweise hier. Okay, gucken wir mal, rennen wir mal. Ja, also sind sie jetzt wie gesagt aber schon ein paar Minuten dabei. Ich will es auch nicht so in die Länge ziehen, weil euch gefallen ja kurze Videos. Ist ja ganz klar. Deswegen war es soweit. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen. Auch tierisch würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Das ja, wird mir aber helfen für Zukunft nochmal. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das zu simulieren, könnt ihr in der Videobeschreibung gerne schauen. Da habe ich das Modell verlinkt, also wie quasi alles, was ich mache. Kommt ihr auf meine Webseite, da habe ich die Links, ist halt kostenlos alles. Könnt ihr das runterladen, ist natürlich kein Problem. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir das Licht gemacht, ist ganz cool. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wie gesagt, bleibt dran, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.